Ja, hallo YouTube, hallo liebe Abonnenten, hier ist euer Hans und wir schauen uns heute Stick It to the Man an. Nicht wundern, das hier gilt als Livestream, deswegen werde ich ein bisschen mit dem Chat interagieren, ganz klar. Also für alle, die das jetzt heute dann auf YouTube schauen, du da hinten oder du hier vorne oder keine Ahnung, wo du auch immer sitzt, wenn du auf Arbeit sitzt, ich glaube, zugucken wäre jetzt auch gut, aber egal. Also, ich habe gerade Einstellungen, habe ich schon mal ein bisschen erklärt. Hier so, ne? Video, Audio und so kann man ein bisschen was anpassen. Untertitel ein, weil die Sprache ist auf Englisch und der Rest, ich hoffe nur, dass die Übertragungseinblendung von dem Twitch hier über die App nicht stört. Das werden wir aber gleich sehen. So, ich würde sagen, wir starten einfach mal und schauen mal rein in das gute Stück. Kilometers away on my skin without any atmosphere to stand between us. The upside is it's a truly amazing feeling. The downside is I'm truly about to die. Who would have guessed I'd die floating alone in space? You know, I mean, until now, I'd never been any higher up than the top floor of my apartment building, and I only went up there once. My mistake. It all started yesterday. Ordinary day like any other. It's until I got hit on the head. Ouch! Jeez! That was a 3-star impact, Wally. This one needs some work. 3 stars? You sure, Ray? R&D insists that this one be a 1-star hothead. 1.5 tops. That's some quality hotheads you're testing. Er muss es ja wissen. Recycled banana peels and used juice boxes. Saved by the bell, huh? Oh, see you tomorrow, buddy. Okay. Also der Typ da mit dem Hammer im Helm. Okay, cool. So, was geht? Ah, okay, man hat so ein bisschen 3D-mäßig, obwohl das halt eine 2D-Ansicht hat irgendwie was, oder? Finde ich irgendwie geil. Ihr kennt mich, ich gehe ganz objektiv an das Spiel ran, werde schauen, ob das was ist oder ob das nichts ist. Wir laufen jetzt hier erstmal lang. Geiles Auto, will ich auch haben. Echt cool. Passt mit Sicherheit in jede Parklücke. So, was haben wir denn hier? Okay, Schutzhelmtester also. Was ich cool finde hier mit der Schrift, hier kann man ein bisschen vor und zurück gehen, das ist schon mal cool. Mr. Copy, okay. Ich bin jetzt quasi ausgestempelt oder was? Naja, gut. Gehen wir erstmal weiter. So, was haben wir hier? Dialogschreiber, okay. Jetzt müssen wir. Okay, mit A springen, halt das Übliche. Ja, gut, das war jetzt nur ein Test. Ich wollte nur testen, ob man wirklich runterfallen kann, ne? Also nicht lachen. Wie geil ist das denn? Man wird neu ausgedruckt, das will ich nochmal sehen. Moment. Wie cool. Man wird also neu ausgedruckt. Das heißt also, keine Ahnung, ich gehe mal davon aus, das sind dann wahrscheinlich hier so Speicherpunkte oder so ein Kram. So, also mit A springen, ganz klare Sache. Okay. Ja, finde ich cool gemacht hier im Hintergrund. Programmer und so ein Scheiß, die ganzen Namen. Ist halt so ein kleines Indie-Game. Also erwartet jetzt hier nicht den... Okay, also schon witzige Figuren hier dabei. Hier ist wieder Copy Station. Okay, pass auf, jetzt lassen wir es mal wieder runterfallen. Weil ich will das jetzt testen, ob ich da jetzt ausgedruckt werde. So ist es, Freunde. Also, Copy, Mr. Copy sind unsere Speicherpunkte. So, wer ist das hier? Das ist wahrscheinlich Mr. Dealer oder so. Egal, jetzt gehen wir erstmal hier oben hin. Okay, der kann auch ganz hoch. Okay. Okay, also ich muss auf meinen Arbeitsweg Gott sei Dank nicht springen. Wer bist du? Mit dem kann ich irgendwie nichts machen.
Okay, mit X gibt es diese schöne Karte hier. Da kann man auch sehen, wie man hoch, runter und so muss. Das ist schon mal cool. Finde ich schon mal... Ja, warum nicht? Hilft vielleicht später was. Mit X drückt man die dann wieder weg. So, jetzt schauen wir mal. Wer ist das hier? Opi? Kratzt sich am Bauchnabel wahrscheinlich. So, da unten fahren... Ey, Alter, die Autos sehen immer geil aus, oder? Hier so in 2D. Absolut null 3D-Grafik. Naja, hat auch mal was. So, wer ist das hier? Wie ist ein Butthead oder was? Okay, Musikcomposer, okay. Gut. Na gut, 3D-Artist. Okay, wo ist denn das 3D? Nein, Spaß beiseite. Wollte gerade sagen, wo sitzen die denn da drin, wenn das da bitte so... Alter, Bombe oder was? Die waren sehr hoch wahrscheinlich. Dauert noch eine halbe Stunde. Natürlich genau auf meinem Kopf. War natürlich klar. Das bin dann nicht ich jetzt, oder? Musst du dich mal aufjungen. Okay, das war also Chapter 1. Jetzt kommt Kapitel 2. Dann fiel eine Riesenbombe auf deinen Schädel. Aber lass mal hoffen, dass es nur ein Traum ist. So, hier ist wieder Mr. Copy. Das heißt, jetzt können wir... Moment. Okay. Also ich versuche jetzt gerade hier alles durchzutesten, weil... Okay, Karte ist klar. Na Moment, Karte, wo müssen wir denn hin? Wir sind ganz da hinten. Wir müssen nach rechts laufen. Dann laufen wir nach rechts. Also da hoch können wir gar nicht. Doch, warte mal, warum... Warum habe ich denn dieses Teil? Ich versuche die ganze Zeit alles zu drücken. Ah, benutze zum Ziehen. Dann drücke, um mir etwas zu krallen. Okay, also zielen und dann mit RB drücken. Okay. Hey, cool. Moment. Ah, und jetzt? In die Richtung, um Reh etwas... Ah, okay. Cool, noch mehr... Hände befreit. What the fuck? Ja, das glaube ich auch, dass es spaßig werden kann. Okay. So, also, greif nach dem roten Pins, um dich ihn aufzuschwingen. Na gut. Geil, wie ist das denn? Warte nochmal. Yeah. Okay, da wissen wir schon mal Bescheid. Also, das ist so ein bisschen... Erinnert mich so ein bisschen an Max. High five me. High five me, mate. Wie geil. So, jetzt ist natürlich hier wieder so, ne? So à la Mario Kart. Das Ding kühlt jetzt. Oh, gerade so geschafft. Nächstes Mal hätten wir mehr Zeit brauchen können. So, was haben wir jetzt? Ah, Pin. Yeah, läuft. Ja, ist okay. So, schnell Copy Station. Okay, warte mal. So, ah.
Ja, ist ja easy hier, ne? Easy doing. Also, oh, schreck mich doch nicht so, Alter. Fährt das Ding einfach los. So. Yeah. Ja, das läuft schon mal. Na, Moment. So. Ah, okay, da oben ist so ein... Das ist ziemlich easy. Also wenn man es raus hat, das... Okay. Was macht dieser Elefant da oben? Okay, finden es raus. Also ist auf jeden Fall ziemlich einfach. Ihr habt den rechten Stick, damit könnt ihr hier diesen, sag mal, aus dem Kopf wachsenden, schwingenden Arm bewegen. Und mit RB, also dann kurz antippen, dann geht der halt in die Richtung und ja, zieht sich dann da hoch, wenn was zum Hochziehen ist. Also das sind hier so Nadelpins, wie man sie aus dem Büro kennt. Raumdeutungs-App nicht dabei. Wie geil ist das denn? Klar mögen den alle. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir können da, können wir mit der Kralle hin? Warte mal. Ah! Wir stopfen einfach das Ding. Und was ist jetzt mit dem Elefanten, Alter? Junge, der sieht aus wie auf LSD, ey. Krasse Scheiße. Ja, das sollte man wahrscheinlich unterlassen, oder? Papierwände, greife nach der Falte. Ah! Okay, und dann hochziehen, oder was? Ah, man kann das rausreißen. Coole Sache. Mein Kopf ist voller Elefantensaft. Nein, bitte nicht, Alter. Okay. Komm, wir drehen dir den Hahn zu, Junge. Jetzt. Versuche einen Stick auf das Klebeband, okay? Ja, geht, ne? Läuft. Alter. So, jetzt müssen wir das Ding natürlich wegreißen. Und ja, ist ja gut. Ich helfe dir ja. Gebe das Herz wieder in Gang. Kriegen wir schon hin, Junge. So, wo ist die Falte gewesen? Müssen wir da hoch? Ist das Dingen? Nee, das war nix. Warte mal. Das leuchtet doch da. Der leuchtet eben nicht da. Okay, der hat ja eben was gesagt, von wegen bringe das Ding in Gang. Jetzt hast du natürlich nicht aufgepasst, wo der Scheiß war. Ach, hier ist die Falte. Was? What the fuck? Sollen wir gerade gucken, wo wir hier abhängen. Okay, da ist jetzt ein Rätsel. Das heißt, das sind immer jeweils Rätsel, wo die Fragezeichen bestehen. Okay, wir haben auf jeden Fall da oben das Stick. So, jetzt können wir da... Was können wir denn da machen? Komm da nicht ran. Da muss irgendwas rein wahrscheinlich. Aber ich kann da nichts reintun. Da ist nichts, glaube ich. Alter, wie der den Arm da so schwingt, schon cool. Ich will auf jeden Fall das Herz da drin haben. Das habe ich schon mal verstanden. Aber. Warte mal, da muss ich jetzt mal da hinten rum. Gucken, ob da irgendwas ist. Aha. Da ist wieder so ein Sticky. Nennen wir es einfach mal Sticky. Was ist denn das scheiß Herz, verdammt? Guck mal, was da hängt. Ist das nicht das scheiß Herz? Wahrscheinlich nicht. Dass wir den Weg gleich wieder zurück müssen. Müssen wir. Ah, guck mal, was hier ist. Das Herz. Wer kann denn ahnen, dass ein Herz ein scheiß Hund ist? Warte mal, lass mich mal speichern hier. So, Clicky.
So, jetzt kannst du dich irgendwie mitnehmen, Doggy. Hier, irgendwie so Klatsch auf den Arsch oder so. Komm mal mit. Komm mal mit. Mich doch am Arsch. Wahrscheinlich irgendwie was fangen oder so. Aha. Nein, warte mal. Geht gar nicht. Ach, so geht's auch. Ja. So, wieder gespeichert. Ja, warst du bestimmt. Ja, hier, gib High Five oder so ein Scheiß, komm. Der Typ da, ne, der erinnert mich irgendwie an Blackbeard. Du Pisser, freut dich, ne? Nimm die mal mit, ich kann die gebrauchen. Tschaußen. Komm ich jetzt darüber? Gar nicht wahrscheinlich, ne. Was mache ich jetzt mit dem Ding? Da habe ich die dämliche Hand dabei. Hier kann ich nichts machen, aber ich muss darüber. Was mache ich denn damit? Ah! Okay. So, hier habe ich ein Knöchchen für dich. Komm. Nimm das Knöchchen. Jo, du bist so doof. Komm, Hoppi. Ah, der kann ja super springen. Besser als ich. Genau. Wer hätte es gedacht, dass man einen Knochen für den Hund besorgen muss? Ach, nee. So. Wir sind gleich da, Doggy. Dann kannst du schön bei, na, du weißt schon wo. So, kommst du hier auch hoch? Alter, der kann besser springen als ich. So, und jetzt gehen wir da hin zu Frauchen, damit die wieder glücklich ist hier. Wieder rein. Sollst du da reingehen? Ah. Ach ja, der ist ja auch noch da. Was das kaputte doof. Jetzt läuft wenigstens der Roboter wieder. So, Kapitel 3. Eine Willenssache. Okay. Crash, sir, and the subject is missing. Why are you coming to me for instructions? Obviously, I'm going to tell you to find it. It's the most powerful weapon in the universe. Spaghetti in my hand. Thank you. Wow, what a crazy dream. Oh, good thing dreams are stupid and don't mean anything. Easier than carrying you out. Huh? What will be easier than carrying me out? Get out! Na, hör mal auf! Hör mal auf! Head injury? What? What happened to my head? Hey, quit shoving! Will you just tell me what happened to my head? Hey, easy on the buns! Okay. Ja gut, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal etwas erleichtert. Wir haben jetzt unseren Kopf repariert und sind wieder in unserer Welt.
Ich würde sagen, ich muss mal ganz kurz eine Pause machen, weil es hat irgendwie geschellt an der Tür. Und ich würde sagen, ich mache mal hier ganz kurz Pause und melde mich gleich wieder, Freunde.